Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu dieser neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier ein Replay eingeschickt von dem guten Kugelfang 95 und zwar dem 121er Medium der Chinesen. Jeder sagt es ein bisschen anders. Ich wurde sogar mal gefragt, warum ich immer Chinesen sage. Das ist irgendwie so im bayerischen Münchner Raum üblich, würde ich fast sagen. Also da ist das K das meistgewählte. Aber wie gesagt, das spricht jeder ein bisschen anders aus. Dieses Replay sollte aber in der Tat, egal wie man ihn ausspricht, sehr, sehr, sehr sehenswert sein. Die Eckdaten sehen fantastisch aus. Und wir gucken doch mal, ob die Daten auch das halten, was sie versprechen. Auf jeden Fall haben wir hier die Karte Verstecktes Dorf. Die Teams sind recht ausgeglichen. Das Gegnerteam hat vielleicht in der Spitze die Nuancen stärkeren Spieler. Aber unterm Strich kann man sagen, ist das ganz fair und schönes Matchmaking. Er fährt hier erstmal in den nördlichen Bereich. So, da hat er jetzt den AMX. Der fährt aber stumpf auf ihn zu. Ati hat hier auch schon direkt reingehalten. Konnte aber Gott sei Dank noch das Schlimmste abwehren, weil die Ati nicht getroffen hat, beziehungsweise hier nicht so reinwirken konnte. Ein sehr schön schneller Reload. 8 Sekunden für doch einen sehr netten Schaden. Muss er nur wieder ein bisschen an die Ati denken. Die wird natürlich wahrscheinlich immer noch hier eingeaimt sein. Da war jetzt kein Zoom mehr und da nimmt den der T-34-2 raus. Kriegt hier jetzt die ersten Abpraller. Muss er aufpassen. Da kommt er jetzt nicht drauf. Die stehen natürlich alle an der klassischen Hügelseite. Na, da war noch ein bisschen zu spät. Da hätte er vielleicht mal den Versuch machen können, um auf den Jagdpanzer zu gehen. Natürlich sieht man schon die Heavys klassischerweise auf den Heavy-Spot in der Mitte in Leo. Auf den er vielleicht drauf kommen könnte. Und dann nicht dieses eine doofe Haus im Weg wäre. Jetzt kommt er drauf. Ja, mal blind. 3-3 steht's. Oben scheinen die Heavys ein bisschen massiver zu drücken. Hier ist 3 ist hier auch etwas verloren, meines Erachtens. Und jetzt kommt da hier die Hits. T28, Leo alles da natürlich dabei. Er selber macht hier den Leo zumindest mal um ein paar hundert HP ärmer. Ah, das war nochmal schön. Und jetzt kriegt er einen fetten Hit vom Objekt. Das ist natürlich absolut unschön, da macht es keinen Spaß. Er selber kriegt den jetzt nicht. Unten jetzt ganz viele TDs, also das Objekt, der Waffenträger. Ganz schön unschöne Action. Jetzt konnte er den Waffenträger einen noch verpassen. Waffenträger drückt hier, fährt hier weiter, lustigerweise. Kommt jetzt sogar zu ihm rüber, hat man jetzt an der Minimap ganz schön gesehen. 6 zu 6, 3000 Schaden hat er schon ausgeteilt. Aber das soll noch nicht lange nicht alles gewesen sein. Der Waffenträger interessiert sich scheinbar nicht so wirklich für ihn. Der geht eher auf den AMX. Ja, da kann er jetzt schön den Hit machen. 3700 Schaden. Aber natürlich ist das Objekt. Ah, schöner Hit. Objekt fährt weg, hat natürlich jetzt das Heck, also einen kriegt er auf jeden Fall noch raus. Genau, so ein bisschen vorhalten, sehr gut. Und der hat 100% auch noch getroffen. Ja, da sieht man, Objekt nur noch 470 HP. 4200 Schaden schon. Heidewitzka, er war fleißig direkt. Aber auch diese Runde wird noch dauern. Beide Artis noch im Spiel. So, jetzt kommt IS.
Oh, schöner Hit. Ganz schöner. Oh, da ist der T28. T28 von links muss er auch aufpassen, dass er da nicht in die Schnauze bekommt. Arti nimmt den E100 raus. Ach, da holzt er im Boden. 7:9 für den Gegner aktuell. T28 wirkt aber AFK. Wobei... Nein, doch nicht. Hat nur so ausgesehen. Jetzt hat er sich schön gedreht, konnte ihn da gut einen verpassen. Aber 8:11 schon. Jetzt muss er auf den IS-3 aufpassen. Den kriegt er aber auch rein. Prallt ab. Jetzt hat er nur noch eine Normalmunition. Dann kommt Premium und dann kommt auch schon HE mit 10 Stück. Hat er recht viel dabei. Wir müssen hier raus. Macht, jetzt steht er hier schön am Stein. Da regt er jetzt die Hits auf den Turm, aber... Wow, 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 wow. Ah, der war wichtig, das Objekt rauszunehmen. 10:11. 5500 Schaden bisher angerichtet. Motor ist im Arsch, kann er nicht mehr reparieren. Immer uncool. Arti ist auch noch am Leben. Und der ES-7, aber den kriegt er jetzt schön rein. Die Kanone macht schon gut Schaden. So, jetzt komm, Jagdpanzer, nimm ihn raus. Oder 384 Schaden, in dem Fall leider der Roll nicht mehr so hoch. Der Jagdpanzer macht das jetzt hoffentlich. Und da, oh, er wird es wieder umfahren. Schön, der war ganz wichtig. IS-7 hat jetzt tatsächlich noch den Jagdpanzer weggenommen. Arti hält weiter rein. Es ist auch nur noch er und die Arti am Leben. Die Arti nimmt den IS-7 raus. Ganz, ganz wichtiger Kill. Da hat er sich ein bisschen Spielraum verschafft. Hier leider daneben. Nur noch 5 Schuss. Aber alles machbar. Der könnte... Ja, der hat getroffen. 202. Jetzt ist ein One-Shot. Jetzt könnte er sich mal überlegen, ob er mal langsam die Arti sucht. Macht er, glaube ich, auch. Für die könnte er seine... Boah, ganz enge Geschichte. Jetzt hat er genau den Stein in der Optik. Arti ist auch schon tot. Könnte getroffen haben, je nachdem. Oh, jetzt IS-3 schon wieder. Wir müssen hier raus. Jetzt ist er offen. Arti ist auch noch da. Ganz unschön. Aber IS-3 kommt vor. Da kriegt er den Kill. Macht seinen 5. Sehr, sehr, sehr schön. T28 geht jetzt auch noch cappen. Ist noch voll gewesen. 1150. Da bin ich jetzt gespannt, wie er das machen will. Auch noch mit dem kaputten Motor. Ja, lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen. 13:14, also das steht und fällt mit dem Kill des T28. A, wäre es sein Krieger, was ihm zu vergönnen wäre bei dem Schaden, den er jetzt schon rausgehauen hat. Viel abgewehrt hat er auch schon. Jetzt ist er gleich im Spotting-Reichweite. Jetzt kann er genau vielleicht hier den Hügel nehmen, um zu spotten. Oder er fährt drauf. Das ist jetzt beides möglich. Je nachdem, wo er sich der... Da ist er. Er sieht ihn noch gar nicht. Ah, da kriegt er den... Oh, jetzt ist er auch noch offen. Er verschießt. Jetzt muss er... Ja, der war wichtig, dass er den trifft. Weil jetzt hat er nur noch 10 HE-Shells. Wie gesagt, meines Erachtens ein bisschen arg viel. Aber gut, das muss jeder Spieler für sich selber wissen, wie er seine Munition taktet. Jetzt schreibt er, ah, only HE left. Jetzt ist es ihm auch aufgefallen. Aber trotzdem, verdammt beachtlicher Schaden jetzt schon. Arti weiß natürlich mittlerweile auch, wo sie hinaimen muss. Struktur hat er noch, also ein bisschen was kann er noch. Oh, schöner Hit.
Prototyp. Er kann sogar noch einen abhalten. Nice! 14 zu 14. Der gegnerische Prototyp schreibt schon GG. Jetzt braucht er nur noch die Arti. Angezeigt 8000 Schaden schon, aber es waren noch mehr. Wir wissen ja alle, dass Blind Hits dabei waren. Also ihr solltet die Endauswertung euch definitiv noch zu Gemüte führen. Hier jetzt einen kaputten Motor zu haben, ist natürlich sau undankbar. Da macht auch das Panzerfahren nicht mehr wirklich Spaß. Wo die AD jetzt ist, kann natürlich auch tendenziell noch auf B1, B2. Come on, Arti, please. Sind wir doch mal gespannt, was er jetzt vorhat. Bei der Geschwindigkeit wird auch ein Cap langsam ganz schön anstrengend. Kann aber auch doof sein. Er fährt der Arti über den Weg. Arti macht einen Snapshot, nimmt ihn aus dem Spiel und das war's. Jetzt bettelt er schon fast die Arti an. Aber ich glaube mal, der Gegner sieht es ein bisschen anders und gönnt ihm das nicht so sehr wie wir wahrscheinlich. So, hier ist natürlich schon das Schlachtfeld zu bestaunen. Wie immer geht es hier brutal ab. 2 Minuten 50 noch auf der Uhr. Und immer noch keine Arti weit und breit. Ist schon auch vom Kampf gezeichnet, das kann man ganz klar so sagen, wie es ist. Aber auf jeden Fall einer der Panzer, die man noch deutlich weniger sieht auf den Schlachtfeldern. Mit kaputtem Motor definitiv. Und jetzt geht er für ein Cap. Müsste auch noch aufgehen. 1,38, passt perfekt. Arti ist auch noch nicht im Cap, das heißt, definitiv, wenn die Arti nicht kommen sollte, dann schafft er den Cap. Bleibt auch noch nicht stehen, sondern bewegt sich hier noch immer. Was mich verwundert, dass noch kein... Ja, okay, da war er dann doch. Ein Einschlag war... Was ich bei sowas ab und an machen würde, einfach dahin stellen, wo die Arti geschossen hat. Weil in der Regel schießt die nicht zweimal auf den gleichen Fleck, weil die will ja wissen oder will ja einen eventuell zurücksetzen. Das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Ist natürlich eine undankbare Zeit, jetzt noch 50 Sekunden hier dem auszuharren. Aber ob Sieg oder Niederlage oder Draw, das ist auf jeden Fall ein Panzerass. Arti hält weiter rein an zwei grundverschiedenen Plätzen. Einmal da drüben, einmal hier. Eigentlich wäre der nächste Fleck in etwa da. Also da muss er aufpassen. Kann aber auch sein, dass er sich Fleck wirklich auf den Rand ausharrt. Noch 10 Sekunden. Kugelfang, du schaffst es. Und die feindliche Basis wurde erobert.
Wahnsinn, sau nice. Glückwunsch zu diesem Sieg, hast du dir redlichst verdient. Am Ende waren es über 9000 Schaden, unglaublich viel abgeprallt für einen mittleren Panzer. Und ich kann nur sagen, Hut ab, Chapeau, hast du nice gemacht. Beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen weniger HE, das schont die Nerven. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, lasst mir einen Daumen da oder ein Abo oder ein Comment. Und die machen dann wie immer am Gewinnspiel Ende des Monats mit. So long, bis bald, euer Alcaramba.